Wenn die Bundeskanzlerin in der Vergangenheit telefonierte, wussten offenbar stets mehr Menschen über die Gespräche Bescheid, als es Merkel lieb war. Wir in Deutschland wissen immerhin jetzt, was Merkel und Obama vorgestern beredeten, als sich die Kanzlerin über das Abhören ihres Handys beschwerte. Und wir stehen verwundert da, denn der US-Präsident gab sich unschuldig. Er habe nichts vom Abhören gewusst. Das scheint sehr wundersam, denn es kam jetzt ebenfalls heraus, das Mobiltelefon von Merkel wird wohl schon seit 10 Jahren abgehört. Das massenhafte Lauschen des US-Geheimdienstes nicht nur bei Politikern empört nun auch Kritiker in den USA. Aus Washington berichtet Stefan Niemann. Stop watching us, hört auf, uns auszuspähen. Gegen die Datensammelwut der NSA formiert sich Widerstand auch in Amerika. Prominente warnen vom Geheimdienst. Jeder kann in das Schleppnetz der NSA geraten. Auch normale, unbescholtene Bürger. Sie marschieren gegen den Überwachungsstaat. Tausende Amerikaner sind dem Aufruf von Bürgerrechtsbewegungen gefolgt, um heute in Washington ihrem Unmut Luft zu machen. Ich denke, das ist außer Kontrolle. Habe selbst mal für einen Geheimdienst gearbeitet. Es gibt keine Aufsicht mehr über das, was die da treiben. Die machen, was sie wollen. Nach der weltweiten Empörung über die Ausspäh- und Abhörprogramme der NSA begehren nun auch US-Bürger auf. Die Regierung dürfe ihre in der Verfassung verbrieften Rechte nicht länger mit Füßen treten. Auch die deutsche Kanzlerin erfährt Solidarität. Wozu muss Ihr persönliches Mobiltelefon abgehört werden? Das ist eine grobe Verletzung des deutschen Grundgesetzes. Merkel hat doch auch Rechte als Bürgerin. Inzwischen verdichten sich Hinweise, dass der amerikanische Geheimdienst NSA schon seit 2002 ein Mobiltelefon Angela Merkels im Visier hat. Barack Obama gerät international zunehmend unter Druck. Seine Beraterin für innere Sicherheit, Lisa Monaco, kündigte in einem Zeitungsartikel eine Überprüfung der Datenbeschaffung an. Man wolle sicherstellen, dass die USA künftig nicht wahllos Informationen sammeln, sondern nur solche, die sie wirklich brauchen. Wehrt euch, skandieren die Demonstranten heute in Washington, fordern ein Ende des Überwachungswahnsinns. Doch sie haben mächtige Gegner. Demokraten wie Republikaner im US-Kongress halten die Geheimdienstaktivitäten Amerikas für unabdingbar im Kampf gegen den internationalen Terror. Tja, wenn das stimmt, Stefan Niemann in Washington, wie glaubwürdig ist denn, dass der Präsident sagt, er habe nichts davon gewusst, dass Merkels Telefon abgehört wird? Also das glaubt hier in Washington kein Mensch. Der NSA-Aussteiger Thomas Drake und ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter dieses Geheimdienstes haben unabhängig voneinander uns, der ARD Washington, bestätigt, dass sie das nicht für denkbar halten, dass Obama nichts davon wusste. Sie wissen genau, welche Top-Secret-Informationen dem Präsidenten jeden Tag auf den Tisch gelegt werden im Weißen Haus. Und sie sagen, es ist undenkbar, dass Barack Obama nichts gewusst habe von der Ausspähung so hochrangiger Regierungsmitglieder im Ausland wie Angela Merkel. Also nicht sehr glaubwürdig ist die eindeutige Antwort hier in Washington. Beeindruckt die Amerikaner eigentlich, dass sich die Deutschen über die NSA so aufregen? Nicht besonders. Die Deutschen, auch die Franzosen, überhaupt die Europäer, haben bei vielen Amerikanern den Ruf, naiv zu sein, ein wenig romantisch und einfach nicht realistisch bei der Einschätzung der Terrorgefahr. Darum geht es vielen Amerikanern. Und man muss wissen, dass die überwältigende Mehrheit der US-Bürger die Datenausspähung des NSA für unabdingbar hält im Kampf gegen den Terror und dann da auch hinnimmt, dass die Privatsphäre unter Umständen mal beeinträchtigt ist. Die Minderheit, die wir da heute gesehen haben bei der Demonstration, die sich da lautstark Luft gemacht hat, ist eben nur eine Minderheit hier im Land. Die meisten dulden die Übergriffe des Geheimdienstes stillschweigend und halten es eben für das notwendige Übel im Kampf gegen den Terror.